die linke Seite kam ein Bielefelder und dann die Flanke auf den Kopf von Klos. Der wuchtet ihn aus 5 Metern rein. Ich glaube, es war Hartl oder war es Hartherz, ich weiß es nicht. Abgefälschter Ball und es steht 1:0 für Arminia Bielefeld. Wahnsinn, die Bielefelder mit dem Druck eben schon an Abseitstor von Jonathan Klaus. Was für ein Spiel. Die Flanke kam von Hartherz und dann steht der Torjäger da und macht das 1:0. Einem engen Spiel. Es ist, glaube ich, die 76. Minute. Es ist ein enges Spiel. Es war die 74. 1:0 für Arminia Bielefeld.